Na. Jetzt will er nicht mehr. Oh. Obwohl, jetzt wird ein Bild angezeigt. Ja, okay. Ah, dann war es die Bitrate. Mehr als 6000 macht Twitch nicht mit. Lame. Probiere ich halt morgen mal YouTube aus. Ich denke, bei YouTube kannst du über 12.000, kannst du über 6.000 machen. Okay. So, okay. Jetzt warten wir hier mal wieder auf Spieler. Sauerei.17 Spieler werden gebraucht. Ja, 17 weitere, mindestens. Es muss irgendwas mit den Servern von denen sein, dass da das Matchmaking nicht so richtig hinhaut. Es kann nicht hinhauen, dass gerade keine Leute auf einer Suche nach dem Spiel sind. Ich denke mal, wir sind in der falschen Region eingestuft oder so. Wer weiß. Dass wir gerade auf einem amerikanischen Server sind oder so. Weil das kannst du ja bei Battlefront einstellen, von welcher Region du die Server haben möchtest. Kann man das da direkt einstellen? Ja. Gibt es die Einstellung hier auch? Das weiß ich noch nicht. Ja, gut. Dann, wir können ja mal kurz rausgehen. Ja. Quitten mal. Quieten mal. So, suchen wir jetzt nochmal. So, joining game. Ah, okay. Jetzt haben wir ein laufendes Spiel. Jawohl, ja. Krasu. Okay, da bist du wunderbar. Ist mir auch schön auf der Map angezeigt. Oh ja, beim nächsten Match muss ich DirectX 12 ausschalten. So. Boah, sieht das nice aus, ey. Ja, hä? Ach, da läuft dann noch richtig das Wasser im Mund zusammen. Das Öl, wie so ein Roboter. Roger, Roger. Ah, okay. Erste Phase sind wir schon geschafft. Ups. Alright! All units proceed inside and override Let's go. The door control systems. It goes our ranger. Oh. Aua. Das haben sie ja generell schon bemängelt. Es gibt so viele Raketenwerfer wie im ersten Teil. Gibt's dann, wenn wir jetzt im Team sind, eigentlich wieder so Spots spawnen oder so? Nur wenn wir gemeinsam tot sind. Ach so, dass wir dann wieder in anderen Bänder. So. Ich bin ein bisschen tot. Ich schau mal hier meinen Boost an. Und was ich ein bisschen schade finde, ist,
Waffen haben alle einen Cooldown anscheinend. Naja, diese Sonderfertigkeiten halt. Mhm. Also nicht alle Waffen. Okay. Achtung, Kalu Ray! Ah, verkackt. Fuck! Thermale Donava! Okay, okay, ich glaube, den hier haben wir, den Punkt. Ich gehe mal rüber zum anderen. Ja. Hier wird mir ein großer Punkt angezeigt. Ah! Ja, weil da Ray ist. Was macht denn Ray auf Naboo? Es ist ja gar nicht Kanon! Das war wieder typisch, wenn man solchen Leuten wie EA ein Spiel programmieren lässt. Sie kriegen nichts auf die Reihe. Das ist ja nicht mal Kanon. Ray auf Naboo. Genau. Das wüsste ich auch. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Tötet sie! Tötet sie! Die Helden haben jetzt eben auch Leben Rack. Ja. Also wenn man es vernachlässigt, sie zu töten, dann haben sie einfach wieder volle Lebensenergie. Ist doch cool. Boah, Alter, ich muss hier weg. Oh, ich wollte doch gerade schön in der Ecke Schutz suchen, um mir dann Heilung reinzupfeifen. Tja. Na gut, na gut. Also ich sehe schon das Quad-System, das haben sie ziemlich vergeigt, aber immerhin wirst du mir jederzeit hier auf der Karte angezeigt, wo so deine Position ist. Genau. Und dann kann man ja trotzdem noch so ein bisschen koordinierter spielen. Aber wir müssen es jetzt endlich mal schaffen, hier noch den anderen Punkt einzunehmen. Es lief doch gerade noch so gut. Oh, oh, Thermal Imploder. Rums. Oh fuck! Den habe ich nicht gesehen. Oh, ich muss mal Heilung reinholen. Können wir die irgendwie umgehen oder so? Unter den Rücken fallen? Oh, oh, Ray is coming. Oh ja, aber jetzt ist sie down. Scheiß Annäherungsmine. Roger, Roger. Oh, wir haben ja bloß noch 12 Tickets, fuck. Jetzt müssen wir aber. Jetzt bin ich auch ein Super. Wie heißt er nochmal? Bist du Rocket oder Super Droid? Ne, du bist ein Super Droid, okay. Oder halt, warte, ne, da bist du. Du bist vor mir. Nee, ich glaube, du bist ein Rocket Droid. Du hast doch hier diesen Raketen-Jetpack-Ding, ne? Ja. Geil. Alter, Alter, Alter. Boah. Nein, defeat. Defeat. Dann lass mich mir eben zurück zum Hauptmenü, damit ich auf DirectX 11 wieder wechseln kann. Ja. Beendet Spiel. Oh, ich freue mich so auf das richtige Spiel. Ich glaube 20 Karten oder so, oder 16? Ja. Auf jeden Fall mehr als eine. Wow. Halt, warte, warum bin ich denn immer noch Match? Ich habe gesagt, quit. Das ist auch noch so ein Bug, habe ich gemerkt, wenn man so bei dem Result Screen quit sagt, dass man trotzdem noch im Match bleibt. Das hatte ich aber bei Battlefront auch, beim normalen. Und man kann wieder nicht
mitten im Match mal nachschauen, was man noch für Challenges offen hat. Das haben sie schon wieder nicht hingekriegt. Naja. Multiplayer. Ah! Okay. Das claim ich mir. Aber ich habe natürlich auch direkt die teure Edition gekauft. Ach so. Ja, die hatte ich zuerst auch vorbestellt, aber habe die Bestellung dann wieder storniert. Ich möchte mir diese ganzen scheiß Star-Cards einfach spielen. Ich hasse das, wenn ich ein Spiel starte und mir schon so 5 Sachen geschenkt werden. Ich hasse das. Ich fühle mich dann immer so um Spielzeit betrogen. Deswegen habe ich eben die Bestellung storniert und bin auf die Standard-Edition umgestiegen. So. Der Kram. Ich öffne gerade noch so ein paar Crates. So, warte, ich muss sie wieder muten. Okay. Genau, mach mal ein paar Kisten auf. Ich glaube, wenn ich derweil Play drücke, kannst du ja trotzdem noch bei deinen Kisten bleiben. Jawohl. Na boom. Bei Lego Star Wars eines meiner Lieblingslevels. Oh. Das ist auch schon lange her, ne? Ich habe vor kurzem noch Lego Star Wars The Force Awakens gespielt. Ah ja, stimmt, das ist doch auch erst letztes Jahr rausgekommen oder so, war es nicht so? Ich habe es direkt mit meiner Blazy gekriegt. Das. Ja, ich glaube schon. Nice. Oh, hat das gerade geknackt? Ja. Wahnsinn. Bei euch ist nicht der Lautsprecher kaputt, sondern es war von mir. Man verspannt sich immer so den ganzen Tag vom PC. Ich hätte jetzt auch mal so richtig Bock auf einen Chiropraktiker, der mich einmal komplett von oben bis unten einmal... So richtig hart, ja. Ja, so richtig. Oh ja. Ich glaube, wir sind schon wieder in einer doofen Lobby gelandet. Ja, es kommt. Warte, ich geh nochmal raus. Keine Ahnung, was die mit ihren Matchmaking-Servern haben. Ah, dafür ist ja auch eine Beta da. Können Sie gleich eben mal Probleme erkennen und beheben. Musst du dem nachher erstmal einen Bericht schreiben, was alles noch nicht so läuft. Das wäre so der richtige Beta-Spieler. Achso, einmal Ray of Naboo, das geht ja mal überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht klar. Das ist ja ein Fehler an Code. Genauso wie damals beim Battlefront 2, wo man auch diese versteckte Mos Eisley-Karte spielen konnte. Mhm. Mit dem Heldenmodus, wo alle Helden auf Mos Eisley waren. So, das hat jetzt gar nicht viel gebracht. Ich glaube, das wird jetzt sehr verwirrend, wenn wir jetzt weiterhin Battlefront 2 sagen. So. Ja. Vor allen Dingen, die haben jetzt die Server von Battlefront 2 wieder hochgefahren. Ja, wer eigentlich die? Weiß nicht. Wer pflegt denn die offiziellen Server? Die Putzfrau, die zufällig immer daran vorbeiging und oh, ich habe angeschaltet. Ups. Das ist einfach so der Netzstecker aus der Dose gezogen und sie ging so vorbei und dachte sich so, der gehört doch bestimmt in die Dose und hat es einfach wieder so eingeschlossen und so, zack. Das ist ja vor ein paar Monaten in Kassel aufgeflogen, an der Universität. Die haben sich gewundert, warum immer zur gleichen Uhrzeit das Internet ausgegangen ist. Die Putzfrau hat einfach so einen kleinen Server ausgestöpselt, um ihren Staubsauger einzustöpseln. Jeden Tag zur gleichen Uhrzeit. Nice.
Seltsam, dieses Matchmaking, sehr seltsam. Also Fahrzeuge muss man sich erkaufen, okay. Genau, du sammelst halt mit allem, was du machst, diese Battle Points während deines Matches und beim Respawn kannst du die dann investieren. Mhm. In eine besondere Einheit oder ein Fahrzeug oder einen Helden. Finde ich besser so als diese verdammten Pickups. Ja. Jetzt bekommt auch derjenige, der ordentlich ballert, auch seine Punkte und kann sich dafür auch was leisten. Ich finde aber das, den Wookiee-Avatar ein bisschen komisch. Also die Wookiees sind echt nicht schön geworden. Ja, der sieht wirklich ein bisschen seltsam aus. Naja, Wookiees. Naja, in den aktuellen Filmen sind die ja fast alle ausgerottet, von daher. Ja, weiß gar nicht, wie es um die Wookiees steht. Jetzt in den Sequels. Ich meine, bei Episode 3 ist doch der ganze Planet quasi abgerodet worden. Naja, das war ja... Da haben sie ja die Wookiees in die Versklavung geschickt, aber das heißt ja nicht, dass sie ausgelöscht sind. Ja, stimmt auch wieder. Die Twi'leks haben es ja auch überlebt. Ja. Die haben es ja schon seit der alten Republik ziemlich schwer. Mhm. Aber das finde ich auch, das ist das Tolle bei Star Wars. Star Wars ist, du hast viele, viele abgegrenzte Gebiete und mit ihren eigenen Geschichten. Nicht wie bei Herr der Ringe, wo du quasi immer auf den einen und denselben Planeten bist und hast irgendwie die Geschichte überall, finde ich. Ja, Star Wars hat sehr viel, ist ein sehr großer Spielplatz. Jo. Und ich will verdammt nochmal, dass diese ganzen Old Republic-Geschichten wieder Kanon sind. Verdammte Hacke. Ich möchte sowieso, dass die ganzen alten Geschichten wieder Kanon sind. Das ist doch eine Alles, was nicht miteinander kollidiert, soll meinetwegen Kanon sein. Also, wenn der letzte Film von der Leinwand gelaufen ist, weiß nicht, da kommen doch keine neuen Geschichten mehr großartig. Da können sie auch die alten Geschichten wieder lassen. Naja, glaubst du, dass es mit der neuen Trilogie getan ist? Ja, vielleicht so in 10 Jahren wieder eine neue Trilogie. Es fehlt ja im Grunde noch eine Animated Series von zwischen der 6. und der 7. Episode, finde ich. Mhm. Da kommt bestimmt noch irgendwas wie nicht The Rebels, sondern irgendwie die Verschollenen, keine Ahnung, die quasi die Geschichte, die jetzt quasi hier in der Kampagne erzählt wird von irgendwelchen abgeschlagenen Imperialen oder sowas. Das kommt auf jeden Fall noch, denke ich. Und ansonsten, ach, die müssen die ganze Old Republic-Geschichte neu auflegen, ansonsten bin ich enttäuscht. Ich schaue gerade so nebenher auf Twitter, ob es irgendwelche Posts gibt. Von wegen Matchmaking läuft gerade nicht so. Störungen.de oder so, wie das heißt. Nee. Ich gucke schon mal EA oder DICE direkt nach. Okay. So, der Emral ist heute noch eingefallen, dass sein Bruder Geburtstag hat. Deswegen hat er doch nicht Zeit zum Spielen.
Der Rahl. Der Rahl, aber vielleicht einfach morgen. Also gegen 8 Uhr bekomme ich dann nachher noch meinen Sauerkrautauflauf. Sauerkrautauflauf? Jo. Was für ein Auflauf? Wenn der Kühlschrank und das Gefrierfach überquellen, muss man die Sachen halt irgendwie zusammenpappen und Käse draufstreuen und ab in den Ofen damit, dann hast du einen Auflauf. Okay. Und man benennt ihn dann einfach danach, was am meisten drin ist. Okay. Verrückte Mischung. Liegen denn auch so ein paar Bratwürstchen dazwischen so eingepackt? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Nice. So, jetzt habe ich so meine 90 bis 100 Frames. Das ist gut. Sehr gut. So soll es ja sein. Auf Ultra, das ist echt geil. Ja. Dafür, dass ich meine 7 Jahre alte CPU noch drin habe. Oh, oh, da haben sie mich erwischt. Die Chipset-Family. So. Was müssen wir überhaupt machen? Verteidigen? Wir müssen zu diesen blauen Icons da, wo Pickup steht. Ja. Da liegen Ionendisruptoren und die brauchen wir, um diesen großen Panzer in der Mitte da zu beschädigen. Ah, bin tot. So, und wenn der gerade getroffen worden ist von so einem Ionenschuss, dann kann man auch mit allen Waffen dem Schaden zufügen. Okay. Das ist für eine kurze Zeit. Und danach braucht man wieder so einen Ionendisruptor. Aua. Ach ja, jetzt werden die Tote nicht mal mehr angezeigt, das ist auch cool. Jetzt werden nur noch die Kills angezeigt. Go, Krasu! Wir müssen diesen Ionendisruptor sicherstellen. Ich folge dir. Was bist du für eine Klasse? Heavy oder? Assault. Irgendwo haben wir. Okay, links! Achtung! Tor! Ja. Fuck! Nein. Wo kam das jetzt her? Ach, von der anderen Straßenseite habe ich irgendeinen weggeballert hier. Bist du tot? Nein, ich lebe noch. Dann schnapp dir mal diesen Ionendisruptor. G? Was ist G für eine Taste, ey? Das ist da, wo standardmäßig immer Granaten, wer sich das immer ausdenkt. Deswegen schnappe ich mir das Ding einfach nicht fertig. Okay. Bin in deiner Richtung unterwegs? Ja. So. Dann musst du jetzt ja nur noch zu dem Panzerding da. Oder hattest du jetzt schon geschossen? Nee, ein anderer hat sich geschossen. Achso. Dann müssen wir zum nächsten. Ah ja. Zum nächsten Pickup hin. Wo sind die überhaupt? Da, die blauen Icons. Reinforcements available. Ja, das ist mir klar, aber ich warte noch ein bisschen. Okay, bin unterwegs. Ach, da hat schon einer das Ding. Dann verteidige ich ihn. Ich sehe dich, ich sehe dich. Kollege, ich glaube, auf die Distanz war das nichts. Ach ja, und die Feinde, die sehen hier jetzt auch, wo wir herlaufen, ne? Durch das Blaue. Genau, die. Wenn du das Ding trägst, wirst du für die markiert.
Die Karte scheint recht groß zu sein. Man sieht ja kaum Gegner. Ja, ich frag mich eigentlich auch gerade, wo die sind. Nice! Feuer öffnen! Okay, das war's auch schon wieder. Dann hebt mir nochmal das Ding ab. Okay, ich habe hier auf der Minimap Anzeigen. Okay, hat sich einer geschnappt. Oh, ich habe sie alle im Blick. Kacke. Let's do this, Trooper! Die sind alle auf dieser Seite. Warum wirklich alle? Ich habe einfach nicht die richtige Reihenfolge. Ach, jetzt guck mal, jetzt spawnen wir zusammen. Yeah. Oh, okay. Was ist das Ding? Was ist das Ding? Fuck. Unterwegs. Hab das Ding? Gott, ist das Ding noch weit weg? Muss näher ran. Ich versuche mal mit einem Bomber was zu erreichen. Bin ja mal gespannt, wie der sie fliegen lässt. Scheiße. Ah, verteidigt mich, verteidigt mich! Fuck. Oh, und überall Gegner. Und Boba Fett. Oh, wow. Da ist einer in der Luft, der die ganzen Leute einfach wegholt. Versuche ich mich mal ein bisschen als Sniper. Oh, Fett! Aua. Den werden wir jetzt nicht mehr aufhalten können. Dann geht's gleich in die nächste Phase des Matches. Oh, weg hier, weg hier. Boah. Also ich glaube, Heavy ist bisher so meine Lieblingsklasse. Ja, mag ich auch. Ordentlich Bums. Okay, fahren wir mal zurück. Oh, ich glaube, das große Ding schießt auf uns. Ja, die haben jetzt hier den Eingang zerstört. Jetzt geht's zurück in den Palast. Thank you.
Oh shit. Drei Retroin! Von hinten, scheiße! Let's do this! Warum sieht den keiner? Oh oh, wer? Darth Maul ist hier, Darth Maul ist down. Oh, die meisten sind aber anscheinend hier im Westdoor-Bereich, ne? Ja. Ich gehe einfach mal hier mit dem Wookie rein. Wir haben Ray. Im Westbereich, im Westbereich. Ich komme. Ich bin ja mal gespannt, wie gut die Lokalisierung des Spiels sein wird. Roger, Roger! Fuck. Hätte ich mich mal geheilt. Hätte ich mich mal geheilt. Oh, im Osten nimmt er einen Punkt ein. Nein! Oh, nein! Der Jet Trooper, der ist immer geil. Oh, Alter. Wo kommen denn die Schüsse her, verdammt? Alter! Osten! Osten! Ah! War verwirrt. Schreit doch nicht so. Ah, fuck, kann ich, okay. Dann gehen wir mal auf zum Westen. Westen! Oh, das sieht so cool aus, das Spiel. Ja, so geil. Und vor allen Dingen, der beste Effekt ist, wir haben Lensflares. Let's do this, let's do this! They're overriding the west door control! Fuck! Wir haben Lensflares. JJ Abrams! Oha, das wird eng. Das wird richtig tight. Nein! Die haben nur noch 7 Tickets, ey. Wir müssen die aufhalten. Let's do this! Sie dürfen den Punkt nicht einnehmen! Ja, Sieg! 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 Victory! Victory! 14.000 Punkte! Der gibt sich Mühe. Ja, Mist, ich habe schon den höchsten Rang erreicht. Was ist denn der höchste Rang? 10. Ja. Aber geht auch sehr schnell. Ging sehr schnell bisher.
Ich glaube, Level 10 war ich am zweiten Tag bereits bei Battlefront 1. So. Da. So. Oh, da schreibt jemand. Oh, was? Bei dir. Hä? Hallo! Der Moritz, der Billy. Ich grüße dich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Warte mal, das ist aber nicht das Dice, was ich suche. Dice. EA Dice. Nee, die schreiben auch noch nichts. So, jetzt sind wir übergelaufen, haben ein bisschen abgenommen und jetzt sehen wir aus wie Druiden. Yeah. Bikini-Figur. Ich find's sehr cool, dass selbst der Match-Moderator dann dementsprechend robotisch spricht. Ja, natürlich. Nicht wie bei Battlefront 1 so eine Dame, die sehr generisch irgendwelche Sachen labert. So, jetzt verteidigen wir hier die Ionendisruptoren, damit die Klone die nicht in die Hände kriegen. Tja, Chipset Family. Ich hab nichts mehr gesehen. Oh, die kommen alle jetzt von der Straße aus. Laserschwerter? Gefährlich. Sehr gefährlich. So, habt ihr noch einer? Laserschwerter, wow. Geräusche. Wow. Oh, und die Schüsse weggeschossen. Füße. Ja, ich habe nicht die Waffe für große Distanzen. Ich bleibe einfach hier. Ist das doof, wenn ich sage, dass das Spiel jetzt schon irgendwie ein bisschen besser aussieht wie Destiny 2? Na, so. So. Es ist halt so. Wechsel mal, Moppel, wechsel mal. Dein Second Screen. Okay, sieht gut aus bisher. Wir werden wohl bald ersten Checkpoint erreicht haben, dann verlagern sich auch die Disruptor-Punkte neu. So. Das wieder. Achso. Wird jetzt gesperrt. Jetzt haben wir einen neuen Punkt erreicht. Okay, ich bewege mich mal in Richtung der nächsten Punkte. Versuche jetzt einfach mal hier zu umgehen. Läuft, wunderbar. Oh, da will mich jemand snipern. Aber kriegt er nicht. Ha! So. Und Moritz, wie läuft das neue FIFA? Macht Spaß? Ich wollte es mir auch erst holen. Dann zu viele negative Kritiken gehört. So, mal gucken. Was sind's denn? Die Schurken. Rabauken. Ich wollte doch gerade.
Ich hatte ihn auch schon im Visier. Okay, ich setze mich einfach mal in diesen Panzer rein. Gestern gern abgezogen läuft. Ordentlich. So. Jetzt lass mich mal hier Peng Peng machen. So. Ach, da bist du! Ja. Nee, ich meine den Gegner. Achso. Ah, scheiße, da hatte einer eine Stufe. So! Freundchen. Jetzt ist ja Schluss mit Lustig! Scheiße, ich kann mich nicht weiter drehen. Boah. Okay, fliege ich jetzt raus? Ja, jetzt fliege ich raus. So, bist du dann auch wie beim 80-80-Timing? Genau. Technisch gebunden. Weil sonst passiert ja das, wenn ich groß wirst. Ja, das stimmt. So, ich halte mich nicht lange auf. Das hätten sie ungefähr genauso machen müssen mit dem Zeppelin bei Battlefield 1. Den können wir abschießen, ne? Genau. Ja, sowas ähnliches hat man hier mit dem LAAT für die Trooper. Der kreist da auch über das Schlachtfeld und kann auch abgeschossen werden. Kann sie aber auch einfach heilen. Fuck. Jetzt hatte ich mich ja in einem... enge Gasse manövriert. Super Battle Droid. So, probieren wir den aus. Verteidigung ist jetzt echt schwer, aber realistischer geworden. Ich habe keine Ahnung von FIFA, ich sag einfach mal geil. Okay. Das klingt gut. Klingt gut, Marvin. So. Bei Battlefront 2 gibt es jetzt fliegendes Lob. Auch geil. Die Map ist schon echt super gemacht. Ich darf nicht so laufen. So, ich habe jetzt gleich so viele Punkte, dass ich mir einen Helden kaufen kann. Nice. Da schießen sie doch schon auf mich. Ah! Dieser Modus hat ein bisschen was von Overwatch. Wo du halt nicht bei der Fracht bleiben musst. Rakete! Ach, bloß mega viel Schaden. Ich bin geblendet. Alles explodiert. Das Übliche. Oh. Okay. Okay. Ich glaube, die haben wir.
Hopp, hopp, hopp. Nice! Let's go! Let's go! The door control systems. Let's go! Okay. Prepare for Republic counterattack. Oh, von wo? Von wem? Ah! Nein, jetzt haben sie mich gedatet! Gedatet. Ah. Leckt gerade, bei mir läuft's gerade. Bei mir ist der Upload soweit in Ordnung. 120 FPS, what the fuck ist das Spiel? Jetzt schon in der Beta gut am Laufen. Yeah. Nicht mehr DirectX 12, aber sonst ja. Ja, das ist, DirectX 12 ist dafür bekannt, dass es nicht rund läuft, von daher. Fail. Ich komme mal als Darth Maul dazwischen. Hä? Ich nehme die Station ein! Fuck, fuck, fuck. Oh, Double Raider. Wie lange braucht man denn, um diese Station zu aktivieren? Das ist jetzt so. An deiner Leitung? Hm, das kann natürlich auch sein. Ich habe jetzt zum Glück seit einigen Monaten hier vernünftiges Internet, wo man auch mal mit 25 Megabyte Sekunde laden kann. Vorher war es ja ein Kraus hier in Hamburg, mal vernünftigen Internet dann wieder zu bekommen. Das ist ja auch falscher Gang. Das kannst du dir in die Haare schmieren. Okay, okay. Yeah! Wir haben einen Banger. Ah! Great Attack! That get low. That get low. Okay, let's go! Throne room! Da da da! Wow! Oh, da muss ich an. Da muss ich an gehen. Oh, Ray! Oh, fuck! Oh, mein Gott, da bin ich doch. Dabei lief es doch gerade so gut! Reinforcements. Ja, scheiß drauf. Hol ich mir einfach so einen Rocket. Jump. Rocket Droid. Irgendwas. Okay, 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 let's do this shit. Woo! Okay, was sind die Gegner? Ich such's auch gerade. Das sollte jetzt aber machbar sein. Ja, komm. Kriegen wir. Das schaffen wir doch! Ran an den Speck! Ja, komm! Wird eingenommen! Ja, komm! Ach, fuck! Let's go! Do this! Do this shit! Stopp! Elender Klon! Ah, Victory! Beim Victory bin ich noch gestorben. Oh, für die Sache. Für die Sache.
Alter, ich glaube, es ist das erste Mal heute, dass ich dieses Match hier gewinne. Ja, ich bin ja auch dabei. Ja, nice. Most assists. Wow. Nice. Allein jetzt bin ich 3 Level aufgestiegen, von 3 auf 6. Nice. Ach ja. Completed. Ich freue mich dann schon auf das fertige Spiel. Ich denke, ich werde dann diesen EA Access nutzen und schon ab dem 9. November dann zocken. Ja, ich werde dem gleich tun und ich werde auch neben dir streamen. Nice, nice. Ich denke, 4 Euro sind es mir wert. So. Ah. 20 Sekunden. Ach, probiere ich auch einfach mal den Handy nochmal aus. Gibt es jeden Tag neue Challenges oder jetzt in der Beta? Naja, angeblich ja. Auf der Website von Battlefield 2. Da soll es ja angeblich jeden Tag eine neue Challenge geben. Na dann. Die Challenges spiele ich heute auf jeden Fall durch. Die Level 10 möchte ich erreichen, das ist auch ein gutes Ziel. Ich komme gerade so. Lass uns lieber links haben. Ja, ich spiele jetzt auch zu Problem. Ich lauf hinterher. Okay, jetzt müssen sie ja eigentlich von uns erscheinen. Ja, sind sie ja auch schon. Okay. Oh, wo steht der? Fuck. Okay, den anderen haben wir hingenommen. Ins Visier nehmen. Ha! Ah, schade, so gerade. So. Oh, da kommt einer! Oh! Da, wo ich ihn schieße! Ah. Alter! Ha. Beide Spieler gekriegt. Ich glaube, einer springt hier noch hin. Nee? Von der Straße. Von der Straße aus hier. Ich höre einen. Hä? Hab ich dich gerade gehört? Ja. Oben. Kann das sein, dass oben einer ist? Der läuft hier langs. Lang. Ist jetzt um die Ecke. Aber ich wurde gerade angehittet. Ja! Ich hab ihn. Nice. Überall, sie sind überall. Okay, ich sehe auf der Minimap immer noch irgendeinen in der Nähe. Oh, Mist. Okay, komm doch. Links in der Häuserecke ist einer. Ja, ich warte darauf, dass er sich zeigt. Komm doch. Okay, der weiß, dass ich hier bin.
Oh. Ah! Da ist er auch noch, Alter. Ah, okay. Hier ist das Ding weg. Können Sie sich nicht mehr schnappen? Er sitzt tatsächlich noch um der Ecke. Ich versuche schon mal zum nächsten Punkt vorzurücken. So. Da hat er einfach seine Shotgun gezogen. Teddy! Grüß dich, Bärchen. Oh mein Gott, Teddy. Oh Gott, krass. Teddy. Das ist leider kein Spiel, wo du zuschauen kannst, weil du sonst garantiert kotzen musst im Strahl. Oder du auf jeden Fall Kopfschmerzen bekommst. So. Und wie er durch die Luft zwickert. Dieser Hund. Okay. Mach's gut, Mobbel, viel Spaß noch! Clown Trooper da! Also die Raumschiffe am Himmel, die sind noch ordentlich am Lenken. Ja, Kollege. Ah, fuck. Wo habe ich das gesagt? Haben wir dich eiskalt erwischt? Fuck! Und mich haben sie auch eiskalt erwischt. Hätte ich mal besser aufgepasst. Das hat er mich auch noch eingeholt auf der auf dem Scoreboard. Hä? So, warte mal. Rocket Droid. Nee. Ich habe noch nie so viel Laub in einem Spiel auf einmal gesehen. Ja, hä? Voll geil. Voll geil. Geiles Laub. Muckewuck. Oh, kill, kill. Fuck! Da hat's mich aber zerrissen. Wo kam das denn jetzt her? Des verdammten Jet Trooper. Schande über dich. Fuck you. So. Müssen die aufhalten. Scheiße. Nächste visiert das Ding an. Okay, okay. Kann so getötet. Gut. Sehr gut. Fuck, stopp doch! Boah, wurde ich weggesniped.
wir sind gut. Ich weiß nicht, wir haben schon viel Schaden einstecken müssen. Ja, aber wenn ich mir mal unsere Punkte angucke, so, dann sind wir gut. Boah, geil. Oh, ich glaube, die dunkelste Ecke hier auf einer Bude kommt. Wo ist denn Nabu, also hier die Stadt, eigentlich damals in den Filmen gedreht worden? Ich will da mal hin. Am Set? Mhm. Ich kann doch nur irgendwie Venedig oder so. Nee, passt nicht. Ich glaube, es war 100% Filmset. Meinst du? Ja, ich glaube. Meine Tatooine war ja auch eine echte Stadt in Tunesien. Ja, aber ich glaube, das war alles so CGI. Das war alles so Pappmaché-Kulisse irgendwie. Ich glaube, willst du nicht etwa sagen, dass das Jar Jar Binks CGI war und alles drumherum war? Episode 1 halt. Ja, das könnte irgendein Wald gewesen sein. Oh wow, verlaufen. Ah! Rakete! Rote Rakete, rote Rakete! Was war die rote Rakete? Ich weiß es gerade nicht, mir fällt es gerade nur ein. Es ist so in den Sinn gekommen. So. Nein, das war, glaube ich, South Park. Ich hab keine Ahnung. Teddy weiß das. Ist Teddy noch da? Wo bin ich denn hier lang gelaufen? Was sagt das denn? Was hab ich den Menschen hinterher? So, gehen wir mal hier hoch. Ich gehe nach Westen. Das hier sieht auch ein bisschen aus. Rums. Du musst mehr Kills machen. Ach, ich muss vor allem mal überleben. Ne? Oh, ich laufe immer in die gleiche Sackgasse. Ich komme hier nicht weiter. Da ist noch mal was. Achso, der Typ ist tot. Jetzt laufe ich nach Osten. Roger, Roger. Kill, kill. Ah. Der Starfies. Das Ladies. Das Ladies und der Starfries, das sind zwei Freunde. Die spielen immer zusammen. Jelly. Ah, diese scheiß Rocket. Zooms. Fuck. What? Über die Entfernung! Das ist doch! Da wollen sie mich doch verkaufen! 5 Tickets, das kann's doch nicht sein! 4 Tickets! Naja, als ob wir es jetzt noch schaffen, die beiden Stationen einzunehmen. Ich lauf jetzt durch, ey. Alles kaputt! Meine Damen und Herren. Und ich tauch nicht einmal auf, Manno. Oh, Manno. Morgen dann, gerade so, wir haben es eingespielt. Oh ja. Wischst du aber mit denen den Boden auf. So, Challenges. Alter, easy, jetzt brauche ich noch den Assault Trooper etwas machen und. Ja, doch, ich glaube nur noch den Assault Trooper. Assault. Assault. Der Assault. Ab, ab, ab.
So. Ich probiere ich einfach mal den Officer nochmal aus. Versuche ich mich nochmal an den Specialist. Ich versuche mich nochmal an den Specialist. Auch wenn ich der schlechteste Sniper EU bin. Probiere ich nochmal. Du meinst irgendwie die 20. Waffen ein bisschen. Ich weiß nicht, ich sehe eine zweite Waffe, aber die kann ich nicht ausrüsten. Du kannst sie nicht ausrüsten. Weil du die vermutlich dann erstmal, die bekommst du dann in deinem Beginner Crate, genau. Wenn du die Daily Challenge da abgeschlossen hast, so 10 Minuten mit der Klasse zu spielen, dann bekommst du eine Lootbox und da ist die drin. So, kann ich dann hier eigentlich mal. Ja. Die Klontruppen sind im Übrigen auch meine Lieblingstruppen. Achso. Alter. Schießt auf die Zivilisten! Wir starten jetzt schon die Order 66. Ja. Das war so der richtige Mindfuck, als ich das erste Mal gesehen habe. Das erste Mal Order 66. Hast du geweint? Ich hab meine Kinnlade nicht mehr hochbekommen. Ich wusste, irgendwas muss ja passieren, aber ich dachte nicht, dass es so heftig wird. Mein Messer! Wusstest du davon, dass das so krass wird damals? Keine Ahnung. Wie lang ist das her? Es ist was her, ja. Ich glaube, ich fand's eher überraschend, dass die Jedi so leicht das Spiel für die Trooper waren. Ja, ich glaube, die haben am wenigsten damit gerechnet, ne? Ja, trotzdem, das ist ein fucking Jedi. Müssen doch irgendwie. Hallo? Ja, stimmt, da war das erste Mal, waren die Jedi so richtig verletzlich. Gott, nee, das war schon ein Specialist für mich. Den spiele ich nur noch, wenn ich Geld kriege. Doch lieber ein Officer. So, ich versuche mal zu dir zu kommen. Ja, versuche es. Ist nicht einfach. So, wir müssen irgendwie da zu diesem Ion-Disruptor kommen. Boah. Was stirbst du denn einfach? Ich heile dich doch. Achso, du warst das. Scheiß Lied. jetzt werde ich auch hier kalt gemacht. Sweet Wolf. Sollte vielleicht Sheep Wolf heißen, aber. Hat nicht ganz gereicht dafür. So. Mein Kill, haha. Wir brauchen diese verdammten Ionen-Disruptoren. Aber das gibt's nicht. Da fehlte ein Schuss. Teddy, alles deine Schuld. Ist doch gar nicht mehr da. Ich weiß nicht, deswegen kann ich darüber reden. Ich kann ihr die Schuld geben. Das ist wie lästern. Hey, Officer spielen bringt auch nicht so viel, wenn man einfach kein Schwein hat, was einen begleitet. Dann gehe ich einfach mal zurück nach Sword. Okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen abchillen. So. Shit. Okay, nächster Disruptor. Nein, von hinten. Warum kommt der von hinten? Aber ich merke gerade, das ist mein Spiel, ehrlich. Ja. Der Flow geht auf mich über. Es überströmt dich. Oh ja. Oh. Vanessa! 400 Punkte Abstand zum ersten Platz. Ey. Scheiße.
Ich wollte doch gerade abfeuern! Boah, verfickte Scheiße, und weil einfach keiner da ist, der mir mal Rückendeckung geben kann, ey. Oh. Hab der eliminiert. Okay, nächster Versuch. So, die werden jetzt sicher hier irgendwo auf der Lauer liegen. Da hat er mich überholt, ne? Check. Komm, nimm auf, nimm auf, nimm auf! Pass nicht auf. Los, pickt es auf! Shit! Fuck! Fucking fuck, fuck! Fuck! The ion weapons are working! Hey! Mist! Okay, ich hol den Mist. Hat er getroffen. Yay. Jetzt wäre wieder auch passiert. Wer läuft denn da vor meiner Nase? Weißt du, wenn jemand vor der Nase beim Anvisieren herläuft, dann unterbricht das ja die Verbindung zum... Ja. Oh, da kann ich kotzen. Stehst schon direkt am Zaun und dann... Yep. Nein. Tötet mich nicht. Komm zu dir. Let's do this, Grasul. Let's do this. Aua. Mann, ey, wurde von der Seite weggeholt. Was ist denn her? Okay, versuche den Disruptor zu sichern. Fuck. Oh, fuck. Oh nein, und ich bin in diesem Encore. Oh, fuck. Und die Warnung-Deckung. Ach, come on. War doch schon in Deckung. So. Wir sind eigentlich voll gut dabei, ne? Wir müssen diese beiden Dinge jetzt nur noch platzieren, dann haben wir gewonnen. Was? Nein? Das Ding hat doch über die Hälfte der Lebensenergie? Sieht doch 25 ab, oder nicht? Nee. Nee, schade. Ich hab mir das einfach mal so leicht vorgestellt. Nee, die ziehen deutlich weniger ab. Schwieriger jetzt an einen Picker ranzukommen. Oh fuck. Kam es einfach von der Seite. Oh, wie macht ihr das? Verdammt. No use stopping that MTT now. Blast! Shouldn't have come to this. Fall back positions!
Withdraw to the palace. We haven't lost yet. Wo gehst du hin? Osten oder Westen? Ja, ich bleib erstmal in der Mitte. Oh, Boba Fett incoming. Thermal Detonator auch noch scheiße geworden. Was? Und dann kommt auch noch Darth Maul nach Westen. Fuck. Boba Fett. Fett. Boba Fett. Okay, ich gehe nach links. Wir sind bei beiden Räumen schon, ne? What the fuck? Das geht schnell. Bei beidem. Der Osten gibt auf. Oh. Klasse! Tür geht zu, Thermaldetonator kommt zurück. Scheiße. Ja, Klassiker. Ne, den Osten haben sie. Ab nach Westen! Alles in den Westen! Alles! Ah, fuck! Ich komme als Raid zurück. Ja, Kasu! Okay, Traumraum verteidigen. Fuck, sie sind oben. Sie sind oben. Who is that? Someone slaughtering our troops. Shit. Oh, und Darth Maul umgebracht. Nice. Aber ich bin auch dabei draufgegangen. Nicht so nice. Das steht auch schon weg. Okay. Ah, scheiß Raketen. Ja. Der weg! Fuck! Doch mal! Got your back. Und Darth Maul ist schon wieder da. Mhm. Und auch 60 Tickets. Ah, das wird eng. Naja, die 60 Tickets gilt für die Angreifer. Ja, sag ich ja. Achso. Das wird eng. Und da morgen. Jax! Ah, verdammt.
Dann wollte ich da noch mit der Schrotflinte rein donnern. Tja! Fusion HD. So, hast du da mal Lust auf eine Sternschlacht oder so? Gerne, gerne, gerne. Oh, warte. Dann bitten wir mal. Gehen wir mal raus. Ich öffne noch ein paar Truhen. Öffne mal deine Truhen. Damn. Hab ich eigentlich noch irgendwas? Ja. Ich hab sonst keine mehr. Bekommt eigentlich jeder das gleiche aus den Thronen hier in der Beta, oder? Aus den Anfängern? Ja, ich weiß nicht. Hab's noch nicht verglichen. Kann ja auch mal ein paar Credits investieren. Ja, hab ich gerade auch. Kann ich währenddessen ja noch einmal gucken, was ich da so Okay. Gibt es die Möglichkeit, die auch schon vorher irgendwie... ach, ich sehe es gerade. Ja, man kann die auch vorher schon irgendwie ausrüsten. So, Starfighter. Victory Pose. Crawler, was wird das nochmal? Ach ja, Health und Melee Kill. Ich glaube, es bringt jetzt nicht so viel. Ability Boot Placement. Don't Scan. Ich glaube, das wäre nicht ganz nett. Was wird das? Recharge Duration? Ja. Nein, nimm das. Nehmen wir mal das hier. Night Vision. Oh, jetzt wird zwischendurch noch ein bisschen geschlemmt. Nice. Pfeif dir deinen Sauerkraut rein. Mal gucken, was ich dem Heavy noch geben kann. Resourceful. So. Back. Weil wir wollen ja mit dem Besten vom Besten starten, ne? Das Beste vom Besten vom Besten. I'm in formation. Strike. So. Heroes kann man sich auch schon irgendwie aussuchen oder eher weniger? Eher weniger, ne? Hm? Oh. Hm. Neue Helden irgendwie. Wo willst du denn das aussuchen? Ich weiß nicht, ich bin ja gerade in diesem Menü, da kann man so ein paar Helden anwählen und ausrüsten. Ja, und kannst so. Du die ja editieren halt. Achso. So. Kann ich starten oder brauchst du noch? Ja, starte schon mal. Das Nötigste habe ich. Okay, machen wir mal Starfighter Assault. Wenn ihr das sehen könntet. Kannst du mal ein Foto machen? Kannst du mal im Discord posten im ersten Channel? Stimmt. Ja! Ja! Karl, mach mal!
Das mache ich. Mit dir im Hintergrund und so. So. Aus irgendeinem Grund fokussiert meine Handykamera nicht mehr richtig. Schon am Fliegen. Ja. Ich gerade. So. Okay. Oh. Ich bin aber der Interceptor. Das ist doch mal eine vernünftige Raumkarte, du. Meine Wahnsinn. So. Verdammt, die großen Schiffe, da kannst du nicht durchfliegen. Klacker. Lass mal nicht durch vor Angst hier dein Besteck fallen. So. Oh. Fuck. Eliminated. Der Mad-Show zu sagt aber nichts. Lurker. Alter Lurker. Schäm dich, mitspielen sollst du. Okay. Storm? Doch auch neu, dass man über Coruscant als Imperialer kämpft, ne? Ich weiß nicht, wo Fondor liegt. Ich glaube, Fondor ist eine eigene. Ist das über Coruscant? Nein, das sieht zumindest aus wie Coruscant, oder? Ja, die Map heißt Fondor. Achso. Aber Fondor war doch auch so eine wichtige Schiffswerft. Hab ich nie von gehört. Ja, ich glaube, es war ein Expanded Universe. So, wen sollen wir abschießen? Da drüben die Y-Wings. Oh, da kratzt der Lack, da kratzt der Lack. Okay.
So, mal gucken, wann hier die nächste kommt. Aber stimmt, man kann sehr präzise fliegen diesmal. Mhm. Aber mir fehlt so ein Boost-Button. den hast du mit einigen Schiffsklassen. Zum Beispiel den Standard TIE Fighter, der hat einen Schiffsboost, der A-Wing hat einen Geschwindigkeitsboost. Gib mir den Kill noch, danke! Target locked. Was zur Hölle ist Target locked? Das scheint dein Modus zu sein. Ja. Ich liebe Schiffsschlachten. Ja. Oh scheiße, mit dem Fall. Da bin ich gerade auch hinterher gewesen. Lass es sein. Nee, nee. Ich verteidige hier die Generatoren noch ein bisschen. Ah! Und da bin ich schon abgeschossen worden. Vom Millennium Falcon. Oh, der Dickpot da drin. Das will ich sehen. Oh, Slave One. Nice! How do you dodge a rocket? Ha! Let's do this shit. Okay. So, jetzt mit Gefühl. Ah, verdammt. Wenn man versucht, jemanden abzuschütteln, dann wird man ganz schön übermütig. What's your rush? Fuck. Oh! Ah, das war die Bombe. Okay. Oh shit, aber ich muss mal kurz. Congratulations. You just made it personal. Fuck. Zwei Haken sind nicht einfach von allen Seiten. Ne, ich bin gleich dumm. Da bin ich dumm. Also wenn dich jemand mit einer Rakete anvisiert, dann siehst du so einen roten Kreis. Ja. Mit so einem kleinen Dreieck, wie so ein kleines Pfeil. Versuch am besten immer in Richtung des Dreiecks auszuweichen. Das ist eine bessere Chance, dass ich die... Elite Dangerous, hast du das mal gespielt? Nee. Richtig geiles Weltraumspiel. Dann ist aber auf jeden Fall eine ganz gute Chance, den Rakete auszuweichen. Mhm. Wenn du dann noch genug Tempo hast. Ich sage nur die gleiche Mechanik wie bei Elite Dangerous. Doch, bald, das machen wir jetzt richtig Spaß. Oh ja. Vergisst alles um dich herum und fliegst den einfach nur hinterher. Ja! Was jetzt gerade nicht so gut ist, weil ich gerade keinen vor mir habe, auf den ich schießen könnte. Oh, Y-Wings are coming. Victory! Das ging aber flott. Matt, grüß dich. Läuft sehr gut, Matt. Hallo, Matt. Nehme an, du hast nicht vorgestellt und kannst schon spielen. Aber du kannst ja dann übermorgen hoffentlich mit uns zusammen spielen. MVP! Ja! So, ich liebe Fliegen. Es fühlt sich auch einfach jetzt so geil an. Die Schiffe steuern sich jetzt richtig schön. Jo. Hast die volle Kontrolle. Musst nicht mehr auf ein Knöpfchen drücken, um einen Salto zu fliegen oder so. There's a Star Destroyer cut through repairs in the shipyard. Vulnerable, far from defenseless. So, ich glaube, ich nehme mal den A-Wing. Da 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 da
So. Ach ja. So habe ich mir die Raumschlachten gewünscht. Endlich mal wieder wie in Battlefront 2. Oh fuck, das darf man echt nicht immer sagen. Sack-Klassik. Ja. Vanilla Battlefront. So. Let's do this. Bums. Bam. Ich bin in den Weltraum nicht schon zwei geflogen. War es nicht auch ein A-Wing, der quasi, wie soll ich das sagen, die Schlacht um Endor gewendet hat? Naja, da ist ein A-Wing, glaube ich, in die Brücke von der Executor gestürzt. Ja, Vaders super schnell zerstört. Der wahre Held von Star Wars. Ich glaube, wegen dem hat sich alles zum Guten gewendet. Ich glaube, ich stelle mal den X-Wing ein. X-Wing haben Droiden, der dich heilt. Ist auch ganz nett. Oh. Our Y-Wings finished their bombing run. Bullseye! Oh, fuck. Not sure I'm making it out of it. Ah, fuck, zu langsam. Wer hat sich denn hier auf mich angeschossen? Our blockade runners are here. Keep the Imperials off them, and they will deal out serious damage. Keep at it. Structural failure imminent. Finish them off. One cruiser down. Fuck. Ah! Ich finde es aber interessant, dass wir irgendwie mit KI-Kollegen hier fliegen. Jo. The cruisers are down. Scanning for additional defenses. System-wide failure! One of our blockade runners is taken. Ach, nehme ich lieber den schnell. Schön schnell in A-Wing. Destroyer. Both blockade runners are down. That's it for me. Woo! Whoa!
So. Okay. Bin gegen eine unsichtbare Wand geflogen. Ziemlich sicher. Ich mache leider auch nur sehr wenig Schaden gegen die. Ich bin ja mal gespannt, wie jetzt letztendlich die Story sein wird, weil es soll ja eine Story sein, welche so noch nicht erzählt wurde, aber trotzdem Kanon ist. Mhm. Ja, mal gucken. Ja, verdammt. Wow. Für die Dinger bräuchte ich schon irgendwas, was mehr Wumms hat. Let's do this! Wumms. Das läuft jetzt sogar ganz gut, ne? Ah, ja, ja. Komm. Ja. Okay, yes, jetzt macht das schon. Oh, Slap 1. Yes. Komm schon. Fuck. Ah! Boah. Direkt am Spawn Point gekillt worden. Okay, ja. Well done. Our Y-Wing bombers made it through. Barely holding it together here. Careful. Shields back up. Concentrate fire on the power clamps. Fuck. Mit dem X-Wing schaffe ich es irgendwie nicht, den auszuwählen.
Okay. Oh. Komm doch. Ah, nur noch 23 Tickets. Ah, verdammt. Okay, Reaktor. Machen wir uns eine Reaktorparty. Our numbers are starting to get thin. Wrap this up or we'll have to disengage. Defeat! Du wirst es dir nicht holen. Nein! Was ist da los? Too many. We'll retreat to fight another day. It's a Star Wars! Der ist Atrax. Star Destroyer docked for repairs at the shipyard. Vulnerable, but far from defenseless. Stop! Yes, the one that! Yeah, boy. Und schmeckt's? Mhm. Jetzt noch ein Bier, das wäre cool. Aber man kann ja nicht alles haben. Foto habe ich gepostet. Nein, ist gut. Man muss doch mit dem Essen angeben, was man hat. Oh ja, Matt. Oh ja. Ihr wisst nicht, was euch entgeht. Keine Ahnung. Verdammt. Das ging schon. Sauerkraut auf. We'll never get through while those Imperial cruisers are still there. Good work. Our Y-Wings finished their bunker run. Kann es sein, dass die KI manchmal ganz gut schießen kann? Wer war denn das? Verdammt. Ich fliege einfach zu knapp. Ich erkenne, es erst zu spät, wenn meine Waffe benutzt. Mal gucken, ob ich mit der Ego-Perspektive besser zurechtkomme. Oh, sieht das geil aus. Ja.
This will be impossible if we don't take out those cruisers first. Ist aber auch ein bisschen mehr Arbeit. Lass mal mit der VR spielen, das wäre cool. Ich würde kotzen. Ich würde kotzen. Ah, fuck. One of our blockade runners is taking damage. Defend it. Habe ich ihn ein bisschen geschrammt? I don't like our chances if we lose another. Schrammt. Both blockade runners are down. Keep at it. Structural failure imminent. Finish them off. Our numbers are starting to get thin. Wrap this up or we'll have to disengage. Alter, wie können wir denn jetzt schon verlieren? Alter. Unnormal. Diese Einparkhilfe von Sternzerstörern. Rums! Ist Omi mit dem SUV eingepackt. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Arcade-Modus auch Koop spielen kann. Es gibt einen Arcade-Modus? Ja, wollen wir mal gucken? Ja, klar. Ich glaube, der ist plus Einzelspieler-Koop. Also nur Einzelspieler, kein Koop. Beziehungsweise auf Konsole kann man den lokal Koop spielen. So, gucken wir mal, Arcade. Das hier. Select. Geht das? Nee, ich glaube, du bist gerade nicht drin, oder? Nee. Okay, dann gehe ich wieder raus. Nee, dann sind die bloß Einzelspieler. Battle Scenarios, oder wie? Gut, dann machen wir einfach weiter. Wir können Strike mal ausprobieren. Es ist wie das, was wir auf Scarif gespielt haben, wo du diese Festplatte da eskortieren musst zu der Extraction Zone. Oh, wir spielen bei Maskadana. Ja. Auf einem Planeten, dessen Name im ganzen Film nicht genannt wird. Ich weiß nicht. Hat das Hahn nicht vielleicht gesagt? So. Ja, nehmen wir einfach mal Heavy. So. Heavy. Versuche ich mich mal als Officer. Habe ich denn hier? Defend! Defend! Schießt sie schon auf dich. Scheinen wir da einfach an der Seite zu kommen. Ja, oh, toll. Bumm. Mach mal Tür auf. Ach, ja. Okay. Und Tür zu!
Ups. Ihr kannst dich hinter mein Schild stellen. Okay. Hi. Achso! Nein! Ich glaube, die Seite von Jens ist jetzt auch gerade. Oh, fuck! Oh, und da bin ich tot! Heavy Sentry, ja, die knallt wirklich böse rein. Hab ich auch schon gemerkt. Okay. Gehen wir mal rein. Wo ist es überhaupt her? Ich weiß nicht, es geht mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ja. Hä? Ist der jetzt gerade hier rein oder was? Wow, die sind schon drin in der Bude. Ja, wo? Ah, ich sehe einen Turk. I see trees of green. Ich stelle einen Turm hin, der läuft zum Turm, schießt auf den Turm und stirbt. Mist! Da ich mal weiter in Deckung gegangen. Bin gar nicht so verkehrt gewesen. Go, Harry! Der ist draußen, er ist draußen! Aber nicht lange. Fuck. Oh. Oh, fuck. Ah! Das war also meine Night Mission. Interessant. Kuma, hu, grüß dich. Ja, es ist eine nette Karte, gell? Ich muss auch sagen, es ist außerordentlich geil. Also, junge Frau, also, ich muss schon sagen, sie ist außerordentlich geil. Okay. Hätte ich mal die Augen aufgemacht, ja? Wie geht's dir? Wie war dein Tag? So, okay. Der Bote ist unterwegs. Das Paket ist unterwegs. Jetzt stopp doch! Ach, der Mensch! Ah! Und wie ich ihn nicht töten konnte, scheiße. Mir geht's auch gut, cool. Menno. Müde sein ist okay zu dieser Uhrzeit. Das darf so. Entspann dich ein bisschen bei meinem Geschrei und dem Geballer hier. Ernsthaft? Sind sie schon fast am Punkt? Ja. So, wir müssen das Ding jetzt halt so lange verteidigen, bis diese Lebensanzeige sozusagen von dem Icon abgelaufen ist, dann respawnt es wieder in der Base.
Ja, das kriegen wir doch wohl hin. Ich habe ein Turret hier aufgebaut. Okay. Ah. Ja. Yeah! Aha. Wow. Hä? Wo? Da. Aua! Elende. Es sind aber noch genügend Komiker hier. Komiker. Na okay, ich stelle mich derweil einfach wieder in die Base rein. So. Wo das Artefakt hoffentlich nicht mehr ausgekloppt wird. Okay, nice, nice, alle hier. Machen wir eine fette, 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 fette Party. Okay. Okay, zum Ziel ist es doch eigentlich ganz gut, das ist nach Sicht gerecht. Die leuchten so schön, die Gegner. Okay. Oh, sie sind da, sie sind da! Einer war da, einer. Nee, nee, zwei, zwei. Der andere läuft noch da hinten rum. Der ist versucht, von einem anderen Weg zu nehmen. Dafür ein Feuerwerk. Oh, Turret hinter uns. Wo kommt der denn her? Ja, er hat sich aber von hinten angeschlecht. Ah! Blurig. Bliss! Vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, du genießt dieses Durchsterben hier. Mehr kann man von mir leider nicht erwarten. Und Viorel, hallo. Grüß dich. Viorel. Yakuma, spiel mal, ja? Ab übermorgen ist das Open Beta. Kannst du auch zucken. Warte. Geh kaputt. Geh kaputt. Okay. Wo sind sie? Wo sind sie? Die werden doch garantiert hier gleich vormarschiert kommen. Ich versuche uns doch mal von drinnen. Wow! Yes, baby. Der Flametrooper! Von allen Seiten. Die Open Beta für die Nicht-Vorbesteller beginnt am 6. Genau, genau, genau. Also, alle, die nicht vorbestellt haben, ab dem 6. dürft ihr alle die Beta von Battlefront 2 spielen. Übermorgen. Noch zweimal schlafen und dann ist es soweit. So. Und dadurch, dass es jeden Tag neue Challenges gibt, werden wir wahrscheinlich auch jeden Tag damit spielen. Stopp! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck, die habe ich ja gar nicht gesehen. Das waren ein paar viele. Ah. Let's do this. Die waren da auf einmal so. Ja, also Herr General, ich kann mir nicht erklären, wo die Panzerdivision herkam. Die waren auf einmal das da. Das wird sowas von ein schnuckes Wochenende. Oh ja. Voller Zerstörung. Voller Zerstörung! Also diese Night Mission hilft beim Zielen durchaus. Also, die sind so schön. Oh fuck, da geht's. Oh.
Ja, wenn man nicht blind wäre, so allgemein, dann wäre das schon super. Rocket Jumper, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was sage ich mir so? Mit Jetpacks. Noch 8 Tickets für den Gegner. Oh. Ah! Hilfe! Ja, und so schnell bin ich auf Spiel. Wenn ich es bloß schaffen würde, mit diesen Spezialklassen so ein bisschen länger am Leben zu bleiben, dann könnte ich vielleicht sogar ein paar Punkte machen. Es wird aber jetzt noch spannend, wenn die noch hier rüber wollen. Naja, die werden es nicht mehr innerhalb von 4 Kills sozusagen schaffen, die Strecke zu laufen. Ob, ob die den Counter so lange anhalten können. Nee. Ich glaube nicht. Ja. Ach, bin den verloren. Können wir dann alle schön zum Wochenende zusammen zocken, Leute. Kommt denn jetzt hier schon wieder dieses Geballer her? Also wirklich, also hören Sie mal! So. Wie ich spawne jetzt einfach nochmal als Chili. Overtime! Ach, das nützt ihn jetzt auch nichts mehr! Das nützt ihn jetzt auch nichts mehr! Los jetzt, Heavy! Aufhalten! Okay, abgeschossen. Jetzt noch verteidigen das Ding. Nix da, du Lümmel! Tötet ihn! Tötet den Rocket Trooper! Nix hier, Overtime. Nix. Ah! Oh, ich sehe einen Flamethrower. Ah ne, das war aber noch irgendein Toter. Langweilig. Kommt einer! Sieg! Irgendwie war die Musik gerade so abwesend. Was ist denn los? Oh ja, da dürft ihr euch drauf freuen. Da könnt ihr den Mist alle hier loszocken. So. Streik. Jetzt läuft Musik, guck mal. Jetzt hören wir Musik. Wieder. Ist doch auch ein netter Modus. Das müsste ich eigentlich noch als Sniper spielen. Ja. Nur zu. Trau dich. Da musste ich heute auch schon durch. Da müssen wir alle mal durch. Aber jetzt können wir wieder richtig schön hier als First Order rocken. Nicht the second, the first. Sekunden Wartezeit. Kann ich hier noch irgendwas? Ich kann leider jetzt nicht on the fly irgendwelche Mods craften. Was ein bisschen schade ist. Was haben wir eigentlich hier? Größer Rate of Fire. Kann es egal sein. Ich bin jetzt mit der Waffe vom Heavy eigentlich sehr zufrieden. Jo, die ist super. Autocooling oder Einshot? Vermutlich einen Shot würde ich hier gehen. So. At. So, mal gucken, von wo wir zuerst beschossen werden. Oh.
Ich bin schon voll dabei. Einer ist tot? Bin auch schon einmal tot. Ich gehe aber mal ganz gemütlich spazieren. Mit meinem Schild. Oh. Oh. Hallo? Hilfe, fuck! Ah! Scheiße. Das tut weh. Au! Da haben sie mich. Nicht mal in Ruhe in der Ecke verstecken kann. Das ist immer ein bisschen weird, wenn du so hektisch redest und der Stream, der ist noch voll so, ha, okay, hm. Gehen wir mal dahin. Ist wie eine Reise durch die Zeit, so. Du weißt, oh, gleich wird jemand Schlechtes versuchen. Ah, da passiert ihm jetzt was Schlechtes. Hast du da jetzt echt ernsthaft so nebenher den Stream laufen? Irritiert es dich nicht mega, wenn du nicht zweimal hast? So, der Typ hier hat, oh shit. Oh fuck. Ja, ich hab dich auf Mute. Achso, okay. Lauf, lauf mal, ja, lauf! Truck. Ich krieg hier noch rückgeschossen! Verteidig mich! Aua, ich bin tot! Ah, falsche Waffe genommen. Oh, ich seh... Da klappe ich sogar noch zusammen. Und da erschießt mich der Nächste. Ah. Rocket Trooper, ich bin zu schlecht für Rocket Trooper. Du bist eines Rocket Troopers nicht würdig. Yes. Ich treffe schon so nichts und wenn ich dann noch zusätzlich durch die Luft fliege, dann treffe ich noch weniger. Oh mein Gott, das Ding ist schnell aufnehmen, sonst ist es wieder weg. Alter, nicht euer Ernst. Alter, ich war doch gerade dabei, es aufzunehmen. Lebenspunkte regenerieren. Boah. Ah! Das ist ein bisschen schwer zu spielen, merke ich gerade. Ja. Schon, finde ich auch. Pickt es auf! Pickt es auf! Von wo? Komm. Ups! Ah! Fuck! Ah! Ah! Verteidigt mich! Zu mir! Ah, bin tot. Boah. Manchmal weiß man gar nicht, wo die Schüsse herkommen. Ja. Obwohl ich diesen Kreis schon deutlicher finde als bei Battlefront 1. Jo. Diese Anzeige. So. Also. Egal wie, einfach aufpicken. Ja. Fuck. Wo sind denn unsere Mitspieler? Wir haben noch 8 Leute im Team. Wo sind sie denn alle? Es gibt nur ein Artefakt. Ein einziges. Und ich sehe keinen einzigen dort. Ah. Jetzt ist dieses scheiß Ding. Wenn man alles alleine machen muss. Okay, wieder zurück in die Burg. Ich frage mich, ob sich diese Menschen manchmal so selber die Frage stellen, ob sie irgendwas falsch machen. Oder ob sie am Ende einfach auf den Defeat-Bildschirm gucken und sich denken, oh, da haben die anderen aber scheiße gespielt. Geh woanders her. Okay, Leute, hier. Nein, warum spaltet ihr euch auf? Beschützt mich.
Beschützt mich! Springen wie bei Counter-Strike. Okay, kommt mit, Leute! Kommt mit! Ugi! Scheiße, zu mir! Drei Leute hier! Ah. Oh, ich hab mich verkannt in diesen Kackkisten, ey. Reinforcements are here. Alle zum Punkt, alle zum Punkt, alle zum Punkt! Bin unterwegs! Okay. Ah! Fuck! Boah, wurde weggesnipert! Wenn du selbst das Päckchen aufnimmst, was du gerade eben erst durch deinen Tod verloren hast, dann weißt du, das Team macht irgendwas. Nur nicht das, was es soll. Ah! Da! Vor dir! Es liegt vor dir! Nimm es auf! Ja! Sie haben es geschafft! Es steht sogar groß Pick-up darüber. Vielleicht ist es auch eine Sprachbarriere. Vielleicht wissen die Leute nicht, was Pick-up heißt. Vielleicht denken sie automatisch an einen Schokoriegel. So. Ich hab's ein paar Meter weitergebracht. Nice! Zum Sieg! Er steht jetzt nur kurz vor unserer Base. Komm, 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 komm! Jetzt kommt zu mir! Kommt zu mir! Ah. Ich glaube, wir zwei sind gerade wirklich die Einzigen, die dieses scheiß Päckchen aufheben. Nein! Ich bin so kurz vorm Punkt. Los, let's do it! Ich bin vielleicht 3 Meter davor. Drei Meter hinter. Ja, die werden sich jetzt schön mit dem Arsch draufsetzen, ey. Ah, come on, Team, come on. Oh, Kacke! Pressen! Pressen! Ich komme nicht mehr dran. Ich schaff's auch nicht mehr innerhalb der Zeit. Na, das haben wir verloren. Das kann nicht deren Ernst sein. Was machen die denn? Ich meine, ich habe zwar auch arschwenig Punkte, aber das ist mir egal. Ich will gewinnen. Vielleicht halten die das für Team Deathmatch oder so. Wieso sollten sie das so halten? Na, ich versuche nur eine Erklärung für das Unerklärliche zu finden. Hey, wer hat das Päckchen? Du hast das Päckchen. Verdammt, da haben wir für Waffen. Okay, der wird ab. Okay. Den haben wir. Hinter! Hinter! Wo? Wo? Ist das da? Okay, nee, da läuft. Okay. Er ist in Bewegung! Er ist in Bewegung! Aua! Okay, wo ist er? Da ist er. Ich geb die Deckung! Nein! Ich bin tot! Wo ist er? Ich sehe ihn gerade. Warum bewegt er sich nicht weiter? Traut sich nicht. Go! Go, Heino! Go! Du kannst sie nicht umgehen, weil sie sowieso deine Position sehen. Go!
Go, go, go! Beweg dich! Wir haben nur noch 12! Ja, es geht dich wahrscheinlich nur um die Kills. Oder er wartet auf ein Wunder, dass irgendwas passiert. Come on, los, komm, geh. Geh. Zum Sieg. Zum Sieg. Lieb und Sieg. Come on, los. Geh doch. Geh. Da ist ein Punkt. Da steht Deliver. Deliver. Los. Ja. In Richtung Punkt. Schmeiß da Granaten hin. Fuck! Er wollte delivern. Ich hab's jetzt gespürt. So, jetzt am Ende. Wir haben's alle gespürt. Vier Tickets. Vier Tickets. Oh, oh, ich hab's alle gestunt. Nice. Nice. Come on. Oh, nein. Und oh, ich schaff's schon wieder nicht in Zeit. Ah, oh, fuck. Naja. Naja. Ich wollte gerade mit dem Jetpack hinfliegen. Don't. Don't. Hast keinen Code bekommen, Ral? Was ist denn los? Schreib mal Amazon an. Bist du dir sicher, dass du zur richtigen Zeit vorgestellt hast? Mr. Ral, Sir? Hinder! Ritter! Oder gibt es mir? Ich hab ein Jetpack, verdammt! Lass es freiwillig fallen! Let's do this! Kommt es mir nur so vor, oder versammelt sich jetzt endlich mal so einige Spieler um den Typen, der das verteidigen soll? Hier, hier, da, so, komm, komm! Nimm mal! Ich kann's nicht nehmen! Wieso? Geh, geh, komm! Geh! Ich geh! Kann's nicht nehmen! Geh! Linda! Jetzt! Linda. Nimm's auf! Ja. Ich kann nicht! Anvisieren! Anvisieren! Ich kann's echt nicht aufnehmen. Ehrlich nicht. Ah! Ich weiß, ob ich ein Jetpack habe. Ich weiß es nicht. Hm. Das könnte vielleicht sogar tatsächlich der Grund sein, dass du als Spezialeinheit das nicht machen kannst. Scheiße. Nein. Oh, da fliege ich durch Luft. Scheiße. Nehmt es. Nehmt es an euch. Lauft! Wie verwirrte Hühner. Naja, wenigstens laufen wir, Matt. Wir müssen ja laufen, wir müssen ja zum Punkt damit. Die Overtime läuft ab. Bewegung! Ah! At, at, at! Reinforcements are here! Jetzt muss ich aber mal niesen hier. Alter! Dieser ehrliche Bastard. Rinder! Diese Overtime, die macht mich nervös. Jetzt oder nie! Wenn wir das jetzt noch gewinnen, dann wird dieses Match in die Geschichte eingehen.
In der 90. Minute! Ah, fuck. Ich habe mein Schild nicht schnell genug gepoppt. Reinforcements are here. Let's do this! Moody! Let's do this! Ich finde es komisch, du wirst mit random Leuten in ein Squad gepackt und dir wird gesagt, du bekommst Zusatzpunkte, wenn du mit den Leuten zusammenbleibst, aber sie werden dir in keiner Art irgendwie hervorgehoben im Vergleich zu deinen anderen Mitspielern. Jo. Jetzt wird man bei. Ah. Let's do this! Ah, fuck. Leroy Jenkins! Fuck! Ja, aber ich glaube, ich habe noch nie irgendein Multiplayer-Spiel so lange in Overtime gesehen. Ah, let's do this! Jetzt aber! Ah, wir brauchen sie nur noch aufpicken, dann haben wir doch wieder die Overtime. Was läuft dieser Spaß da rum? Was? Wer hat's denn jetzt? Einer. Aber wer? Wie? Was? Nein, nein, irgendwer hat's doch. Ist ja noch nicht am Anfang. Da. Da liegt's. Ah! Nein! Und ich wollte's gerade aufheben. Ah! Es sind zu viele. Es sind zu viele. Oh. Defend! Defend! What? Oh! Ah! Nehmt das! Einfach mal so locker 30 Minuten Overtime. Plug, keine Ahnung. GG, easy, komm. Ja. First try. Boah. Jetzt muss ich aber mal pissen hier. Mach mal. Bis gleich. Boah. Ich wurde umgebracht. Hallo, ich habe mich schon angefangen. Hallo, da habe ich schon meinen Einsatz verpasst. Ja, ich stehe hier und das frage ich mich, was sind die anderen? Das ist ja nochmal übel ins Gesicht gegangen. So. Ja, ich denke mal, ich switche hier wieder auf den Heavy. Der hat mir gerade gute Dienste erwiesen. Gute ja, Heavy. Ist auch Heavy. Nice. Ich bin der Heavy. Heavy. Warum? Ich bin der Heavy. Was?
Klingt schon fast nach Zivi. Hilfswissenschaftler. Da sind die Studenten. Oh! Ah, ouch! Yeah, einfach von der Seite. Ja. Sauerei. Sauerei. Ich bin gerade echt froh. Beim Pissen kam mir der Gedanke, ich bin gerade echt froh, dass wir dieses Match aufgezeichnet haben. Damit wir für die Nachwelt beweisen können, dass es sich so zugetragen hat. 80 Minuten hingen wir in Overtime fest. Bis es uns da endlich gelungen ist. Fuck! Da wollte ich doch gerade noch so cool fesch so mein Schild aktivieren, aber... Tja. Ah, shit, der Fui. Vielleicht... ich versuche mal den Hintereingang zu nehmen. Vielleicht kommen wir da besser ran. So. Achtung, 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 sie stehen hier im Gang. So. Surprise, Motherfucker! Okay. Vergas. Okay, okay, die hat mich. Dann schauen wir mal, wer sich hier so rumtreibt. Hallo! Nice. Nice, 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 nice. Wir haben ihn, wir haben ihn. Fuck. Ah! Oh, wo kam das her? Oh nein! Da läuft ja noch immer einer im Gang rum. Fuck. Fuck. Muggefuck. Schnell aufheben, sonst ist der Fortschritt weg. Ah. Oh, der hat ja lange überlebt. 13 Lebenspunkte. Come on. Boah, wo kamen die denn her? Come on! Spawn die etwa hier? Alter. Das geht sehr schnell. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist konzentriertes Feuer. Konzentriert. Nein. No. Ich muss den Warrior in mir channeln. Auf die Füße! Fuck! Ich hab doch mal. Ich wollte mal auf die Füße schießen. Come on, come on, come on. So, diesmal. Akzeptiert. Alles andere waren nur Versuche, jetzt machen wir es richtig. Jetzt mit Gefühl! Mein Kill. Okay, keiner hier, keiner hier. Doch, bin ich da. Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Und anders, anders. Boah. Und wieder raus. Scheiße. Massaker, ey. Vielleicht probier ich es doch mal über die Mitte. Vielleicht habe ich da doch mehr Erfolg. Ich gehe da gleich mit einem Flammentrooper da rein. Hast du schon genug Punkte, ja? Ja, fast. Ah, scheiße, warte. Okay, hier lang. Hallo! E-Beams! Ich bin der Elektriker! Ich soll hier was auftauchen! Fuck, sie glauben uns nicht! Warum denn nicht? Wir müssen ja irgendwie erkannt haben, dass wir doch zur First Order gehören. Wow! Oh nein, von hinten! Oh! Oh. Ich nehme doch den Orbit-Trooper. I'm at your side. Wenn das meine Frau zu mir sagen würde. So. Ach, wie kann man denn so schnell sterben wie ich? Woo! Kuba, kurz! Kommt noch irgendwer? Bestimmt nicht. Ich geh mal wieder hier hinten lang. Scheiße. Ach, das ist ja schon wieder. Es hat sich ja wieder so festgezackt. Da gibt's überhaupt kein Durchdringen. Eindringen.
Hätte ja klappen können. Oh fuck! Durch die Mitte! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte auch gern diesen Heavy Sentry Ding. Ich glaube, statt Gatling verschießt du da so Explosivgeschosse. Ich glaube, es kommt wesentlich besser. Jo. Warum haben wir denn so viele Punkte? Wahnsinn. Zwei Kills! Wollt ihr mich verarschen? Ah! Fuck. Mein Schild ist weg. Geht's hier irgendwo hin? Irgendwas, was uns weiterhin? Okay, jetzt bin ich hier oben, aber. Hübsch, aber. Auch nicht. Okay, hier, ich kann runter. Ja. Schlecht nichts. Ah! Kabuka Banga! Ja, anschleichen war nicht so richtig, so, nee. Vielleicht hat Shadow Trooper... Aber so. Naja, vielleicht sollte ich da nicht unbedingt lang, nee, wenn da gerade schon einer am Sterben ist. Wow. Komm, nächstes Ding! Okay, ich nehme jetzt den Flametrooper. So, komm. Let's do this. Flametrooper. Und ich werfe als erstes meine Granate rein. Nein! Und natürlich schießt sich dieser Scheißverdammte die Tür. Und dann bin ich sofort instant tot. Was soll denn das? Wie ich gerade einfach mal aus Rage rausgetappt habe. Okay. Bist du mal zu Salt? Wir haben vielleicht zweimal das Teil einmal aufgehoben. Ich weiß gar nicht, habe ich es aufgehoben? Habe ich diese Runde schon mal aufgehoben? Ich glaube irgendwie nicht. Hallo? Wir sind die Zeugen Jehovas. Wir wollen mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen. Dürfen wir reinkommen? So sieht das dann also aus. Ah! Sie haben den Köder nicht geschluckt. Fuck, fuck, fuck. Ah, da schießt sie schon wieder. Ah, überall schießt sie auf mich. Das sind sie einfach oben auf dem Dach. Auf dem Dach. Wer ist denn auf dem Dach? The roof is on fire. We don't need no one, not a motherfucker. Burn, motherfucker. Burn. Ja! Oh Gott! Jetzt aber! Jetzt einer ist durchgedrungen. Sechs Tickets, come on, let's do this! Wir machen das in der Overtime! Hä? Wo ist denn der? Der ist unten? Was? The fuck? Der läuft wieder hoch. Jetzt ist er draußen. Wo ist denn der lang? Nein! Oh, von hinten! Ah! Und ich wollte mich umdrehen. Hinten auf, hinten auf, hinten auf! Also langsam! Ich wollte mich umdrehen, aber ich war einfach zu langsam. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich war zu langsam. Fuck. Kinder! Stopp da! Kinder, ihr Rinder! Nice, wo ist er? Okay! Aufhebe! Komm, 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 ich geb dir Vorschuss! Ah! Ah! Okay, ich bin tot. Mach's gut, Matt! Eine grusame Nacht, hoffentlich. Overtime! Kann mir jemand mal einer helfen?
Ich spawne! Vielleicht! Ich spawne! Ich komme! Ich bin, fuck. Niedergehauen worden. Okay, Overtime, komm, let's do this. Jetzt habe ich mein Jetpack wieder. Wir und unsere Overtime, Alter. Ja, ja, Overtime, sie spielen unser Lied. Ah! Nein, start! Start! Okay. Let's do this. Aua! Boah, das wird wieder eng! Kacke! Ah. Braucht doch nur einer das Ding aufheben. Das ist einer mal. Dienstag, Karl. Was hast du denn, dass du so lange krank geschrieben bist? Oh boy. Nein! Das wird nichts mehr. Ah. Okay, für mich war es das jetzt auch. Okay, mach Schluss. Ich muss mein Auto noch ausräumen und ja. Meine Verbindung kackt auch gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na gut, liebe Leute, dann mache ich hier auch Schluss. Für heute. Mann. Karlschlacht im Darmschacht. Oh Gott, okay. Der richtige Star Wars, ey. Okay. Na gut, Leute. Da mache ich an dieser Stelle einfach mal Schluss. Gucken, wo wir euch hinsenden. Die Jiri ist, glaube ich, noch dran. Die Jiri ist noch da. Schicken wir euch einfach zu Jiri rüber. Dann gehabt euch wohl, ihr Lieben. Ab übermorgen dürft ihr alle Open Beta spielen. Yay! Ja, alle mit uns. Mach's gut, Kuma. Ciao, ciao. Und viel Spaß bei Jiri. Da gibt es noch ein bisschen World of Warcraft. So zum Runterkommen, ne? So zu entspannen. Macht's gut. Hey. 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 Ansonsten wieder morgen. Morgen wird er wieder gezockt. Ja. Krasu, morgen nach der Arbeit wieder. Adios, amigos. Ciao, ciao.